Fabius fragt Pete Smeed, wie fandet ihr die Formel-1-Saison 2021 und ihr Ende? Und hat sich Brammens Einstellung zu Formel 1 geändert? Ja, boah, also die Saison 2021, hulala, war die interessant. Verstappen ist zu Recht Weltmeister geworden, ich stehe dazu. Ultra spannend. Und wie gesagt, ich habe im Podcast schon erzählt, ich habe im Auto gesessen. Wir sind extra irgendwie Umwege gefahren, und damit ich die letzten zwei Runden sehen kann und nicht irgendwie vom Auto gerade sonst wohin latsche. Hab gehupt wie ein Blöden und hab mich sehr gefreut. Ja. Also von der Spannung war es ein super Ende. Ob es fair war, naja. ja, okay, die Saison war natürlich fucking awesome. Sie war unfassbar spannend, aber es fuckt halt absolut ab. Und ich kann es nur tausendmal wiederholen, dass die FIA viel zu krass eingreifen musste bzw. eingegriffen hat. Und das auch noch auf eine Art und Weise, die nicht gut ist, weil es war nicht immer, es wurde nicht immer gleich bewertet sozusagen. Also manchmal waren Vergehen okay. Und manchmal war ein Vergehen strafbar, was halt eigentlich gar nicht so schlimm war wie das Vergehen, was halt, naja, also beispielsweise gab es eine 5-Sekunden-Strafe, glaube ich, für Norris, weil er Perez mal rausgedrückt hat in Österreich, und dafür gab es halt bei Verstappen in Brasilien beispielsweise gar keine Strafe, als er Hamilton rausgedrückt hat und sich auch. Also es ist halt irgendwie komisch gewesen. Ob sich Brams Einstellung zu Formel 1 geändert hat, ich glaube, die Frage ist eher was für Bram, und ich sag mal eher so, findet die unfassbar interessant. Die Saison war krass und spannend und dramatisch. Ich meine, dass man in ein letztes Rennen geht und beide, die um den Titel kämpfen, exakt auf einen halben Punkt genau die gleiche Punktzahl haben. Ne? Die Statistik wissen wir jetzt alle, 74 der letzte Mal gewesen mit Fittipaldi. Aber das habe ich natürlich damals nicht mitbekommen. Und es ist so erfrischend gewesen, dass Mercedes so angegriffen wird und nicht halt einfach alles wegfährt. Ich bin ja ein Riesenfan von dem W11, also weil das ist ja das Vorgängerauto. Das mit dem, das erste Mal schwarze Livery für Mercedes. Das DAS-System. Und wie es halt einfach alle gecrushed hat, so wirklich so richtig übelst krass. War langweilig für die Saison, aber so diese Ingenieursleistung fand ich so übelst sick. Dass ich mir ja sogar davon so ein kleines Modell gekauft habe. Und das ist ja jetzt quasi der W11. Nur modifiziert. Die haben keine einzigen von ihren Tokens benutzt, um irgendwie den Wagen weiterzuentwickeln. Sie mussten nur die neuen Regularien benutzen, umsetzen, und dadurch ist der Wagen schlechter geworden. Und dadurch ist Red Bull hat ihren weiterentwickelt und ist dann rangekommen. Und das ist eigentlich ein geiles Duell gewesen über die Saison. Ich würde sagen, die erste Hälfte der Saison hatte Red Bull klar das bessere Auto, und die zweite Hälfte eigentlich schon Mercedes, würde ich sagen. Also es ist immer streckenabhängig, aber ich würde schon fast sagen, wirklich 50-50, so über die komplette Saison verteilt. Wobei, da müsste man nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Und die Battles zu sehen waren geil. Teilweise. Es sind so ein paar Sachen nervig gewesen. Einerseits finde ich, dass Verstappen eine zu aggressive Fahrweise hat und andere Fahrer zu häufig in die Situation bringt, entweder du lässt mich jetzt vor oder wir crashen halt. So, das ist so ein Verstappen-Move einfach, der mir persönlich auf die Nerven geht. Ich weiß, das ist etwas, was auch ein Senna gemacht hat. Dadurch ist er ja mit so erfolgreich geworden. Das ist etwas, was manche von euch sehen wollen. Ein Schumacher war auch cutthroat auf der Strecke, ja, und hat halt alles gemacht und war nicht unbedingt fair. So, aber ich persönlich mag es halt lieber, wenn man fair fährt. Aber hey, manche von euch finden das geil. Ich fand das nicht so geil. Und dann quasi immer rumzuheulen, wenn man dann dafür Strafen bekommt, fand ich halt auch schwierig. Dann hat Hamilton selber auch mal den Move gemacht in Silverstone. Hey, entweder wir crashen jetzt oder du lässt mich vor. Was hat man natürlich nicht zurückgesteckt, ist gecrashed. Ja, gut.
Aber Verstappen hatte trotzdem sehr viel Pech auch. Muss man, also das fand ich war kein Pech, das war eine eigene Entscheidung, da zu crashen. Aber es gab viel Pech. Reifenplatzer zum Beispiel und anderer Bullshit. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es verdient, dass Verstappen grundsätzlich Weltmeister ist. Der ist ein brillanter Fahrer, der ist so schnell. Es ist eigentlich wirklich verdient. Aber wie das dann im letzten Rennen passiert ist, ist halt nicht so geil gewesen, meiner Meinung nach. Dass dann vom Race Director einfach etwas gemacht wurde mit dem Safety Car, was noch nie in der Geschichte der Formel 1 passiert ist. Und auch nirgendwo so steht. Und man sich dann im Endeffekt darauf beruft, dass halt in diesem ganzen Regelwerk es irgendwo quasi so eine Regel gibt, ja, theoretisch darf der Race Director mit dem Safety Car machen, was er will. Das ist aber so noch nie passiert. Es wurde sogar schon in anderen Rennen argumentiert, wo es für andere Leute ein Nachteil war. Ja gut, alle anderen Autos müssen ja überrunden. Und jetzt, da hat man sich aber nur dazu entschieden, die paar überrunden zu lassen. Und durch diese Entscheidung wurde halt die Weltmeisterschaft entschieden. Also jetzt, ich meine, jede Entscheidung hat die Weltmeisterschaft irgendwie beeinträchtigt. Wenn das jetzt nicht das letzte Rennen gewesen wäre, wäre die Situation vielleicht ein bisschen anders. Aber auch von der Dramaturgie her, er wusste halt, okay, dadurch, dass ich das jetzt so mache, mache ich Verstappen zum Weltmeister. Aber was soll dann noch passieren? Hamilton wird ihn nicht abschießen beim Überholen. Also fertig. Es ist damit klar, wer Weltmeister wird. Und das war aus Zuschauerperspektive ungeil, fand ich persönlich. Kacke. Weil Mercedes hatte das offensichtlich schnellere Auto auf der Strecke. Und wenn das nicht passiert wäre, wären sie Weltmeister geworden. Obwohl sie schon vorher Pech hatten bei Virtual Safety Car und so. Deswegen war das schon heftig, aber die Problematik jetzt an der Sache ist, Red Bull hat das halt genauso verdient. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, nein, jetzt muss man den aberkennen und so weiter und so fort. Nö, die haben es halt auch verdient. Da können die ja auch nichts für, dass Michael Masi komisch ist. Also von daher, es ist halt schwierig. Es ist schön zu sehen, wie sich Verstappen freut. Also, das war ja schon wirklich dann, ich hatte immer so das Gefühl, als wäre er echt relativ emotionslos so und immer gesammelt, aber wie er sich dann freut und jetzt auch im Nachhinein ist schon echt krass. Was ich beeindruckend fand, ist, wie Hamilton einfach direkt nach dem Rennen so ihm gratuliert hat, bei der Podiumsfeier dabei war, gesprayt hat, sie haben sich umarmt. Er hat direkt im Race, im Interview direkt nach dem Race war er ja da und hat auch nur positive Worte für Max gehabt. Und das musst du erstmal schaffen. Ich würde das ja nicht schaffen. Wenn ich mich so, also ich würde mich ja total beklaut fühlen und ich könnte niemals so reagieren danach. Never ever. Ich würde so reagieren wie Max im Rennen davor. Ich würde bei der Podiumsdiskussion einfach gehen. Aber gut. Also das fand ich schon krass von Hamilton. Was mich jetzt aber allerdings ein bisschen beunruhigt ist, dass er auf Social Media quasi gar nichts mehr postet. Und aktuell Mercedes versucht, das Gerücht zu streuen. Ja, wir wissen nicht, ob er weitermacht oder nicht. Keine Ahnung. Weird alles. Ich hätte lieber gute Duelle gehabt, ohne irgendwelchen... Also das... Ich hätte lieber... Zum Beispiel eine Red Flag hätte ich lieber gehabt am Ende. Dass die dann nochmal 4-5 Runden einfach battlen müssen. Das wäre schöner gewesen. Aber hey, jetzt rede ich schon viel zu lange. 6 Minuten. Es war aber trotzdem eine der besten Saisons, die ich bisher verfolgt habe. Und ich verfolge ja noch nicht so lange. 2017, glaube ich, habe ich angefangen. Das war schon ziemlich awesome. Ja, war, glaube ich, schon sehr spannend. Also so als jemand, der es nicht verfolgt und nur so am Rande mitbekommt, war es, glaube ich, eine ganz geile Season für Leute, die sich dafür interessiert haben. Und ich glaube, Bram, der ist nächstes Jahr Formel 1 Main.